Ja, dann darf ich Sie alle ganz herzlich willkommen heißen zur offiziellen Eröffnung des Busbahnhofs Hauptladen. Wie Sie sehen, ist schon ordentlich was los. Die Busse fahren seit heute Morgen früh und jetzt wollen wir ihn eben noch offiziell eröffnen und einweihen. Dazu wird gleich zu Beginn Herr Oberbürgermeister Richrath ein paar Worte sagen. Im Anschluss, jetzt muss ich gerade gucken, Herr Fritsch, steht fast vor mir, Bereichsleiter ÖPNV vom Nahverkehr Rheinland. Herr Herwig, es steht daneben, wird dann von den Seiten der TBL, die ihn gebaut haben, was sagen. Und Herr Kretkowski natürlich, die Wupsi, die hier ein- und ausgeht, kann man sagen. Ich freue mich, dass so viele andere da sind. Es sind ganz viele Vertreter aus der Politik auch da. Herzlich willkommen. Ich glaube, wer leider noch nicht da ist, ist der Planer, der Professor Jahnen. Ist noch nicht da, Frau Rottes. Aber, und das möchte ich auf jeden Fall noch persönlich vorstellen, natürlich ist auch Frau Rottes da, denn der Busbahnhof ist ein ganz wichtiger Bestandteil der gesamten NBSO und deswegen eng mit dieser verwurzelt. Und Frau Rottes ist natürlich auch von ihrem Team begleitet. So viel zur kurzen Vorstellung und dann dürfen Sie. Ja, von meiner Seite erstmal einen schönen Mittag bei dem herrlichen Wetter. Sehr geehrte Frau Rottes, sehr geehrter Paul Hebbel, sehr geehrter Fritsch, Marc Lichowski, herzlich willkommen hier in der Runde. Ich habe Frau Rottes gerade gefragt, wann denn der alte Busbahnhof eingeweiht worden ist, vor 25 Jahren. Und deshalb ist das jetzt was Gutes, dass wir heute hier zusammen stehen im Herzen von Oplan und den neuen Busbahnhof einweihen. Ein Busbahnhof, der genau platziert ist in einer Netzstruktur. Ich denke, das ist auch die große Herausforderung für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, vernetzt zu denken, wo dieser Standort hier natürlich eine ganz bedeutsame Rolle hat. Wir selber kommen ja aus dem Rhein-Wupper-Kreis heraus Oplan und durch die Balkantrasse und die Wegeführung ist natürlich die Zuführung gerade hier runter mit dem öffentlichen Nahverkehr eine Netzstruktur, eine Schienenverbindung. Deshalb hat der Busbahnhof natürlich eine immense Wirkung für Oplan, für Leverkusen selber. Aber natürlich, und deshalb bin ich auch froh, Herr Fritsch, dass wir hier auch die Fördermittel reinbekommen haben, also die Belastungsstruktur für die Kommune geringer gehalten wurde, aber natürlich auch nochmal unterstreicht, wie wichtig der öffentliche Nahverkehr insgesamt für die ganze Region ist. Deshalb hier von hier aus meinen herzlichen Dank an den NVR. Dieser Busbahnhof, wir haben ja den ersten schon eingeweiht in Wistorf. Wir setzen also hiermit den zweiten Akzent in der Stadtentwicklung insgesamt. Der Busbahnhof präsentiert sich natürlich hier mit einer ganz anderen Architektur. Wir haben ja in Wistorf ein Fördermittel bekommen aus Strukturprogrammen der architektonischen Besonderheit, sage ich mal. Deshalb hat er dann nochmal eine ganz andere architektonische Wirkung als dieser, der eine sehr strukturelle Funktion hat. Ich finde, es ist sehr, sehr gut gelungen und ich finde es sehr gut, dass wir hier natürlich auch die Dächer begrünt haben. Das heißt, Herr Kälber ist ja hier auch als Eigentümer quasi des Areal Bahnhofsquartier, wo wir ja auch da uns einen Wettbewerb ausgesucht haben mit einer Dachbegrünung. Das zieht sich dann hier analog rüber. Wir bekommen also auch den Eindruck, wenn die Menschen dann ankommen, gerade auch mit dem Zug hier rüber schauen, werden sie auf einer Ebene schauen, die sehr begrünt ist. Und das ist natürlich umso wichtiger, dass wir verstehen müssen, durch die immer werdende verdichtete Struktur einer Innenstadt, dass wir natürlich Klimazonen brauchen. Da zählt natürlich dann auch die Dachbegrünung eine Rolle. Und es ist auch lange diskutiert worden, wie wir denn die Wachtehäuser hier auch platzieren und wie wir sie auch gestalten. Und Sie sehen jetzt hier auch in den Innenbereichen die Silhouette quasi von Opladen. Und dieser Busbahnhof ist dann einmal real entstanden. Ich habe immer darüber nachgedacht. Ich kann mich daran erinnern, wo ich hier mit dem Auto noch hochgefahren bin, wo noch der alte Bahnhof hier war. Ich war oft in der Bahnhofsgaststätte. Rainer Schiefer ist hier als Bezirksvorsteher nochmal. Ja, ein sehr bekannter Wirt, Rainer, der natürlich hier in der Bahnhofsgaststätte dann auch dann seine Dienste danach verrichtet hat. Aber der Bahnhof war natürlich auch ein Anlaufpunkt von ganz unterschiedlichen Vereinen. So, und wenn wir jetzt heute diesen Platz sehen, ja, ist das noch eine ganz andere Zeitrechnung, wo wir uns jetzt gerade in Oplan befinden. Wir werden den Ostbereich viel intensiver noch ausprägen. Ich bin eben vorbeigefahren, die Technische Universität wird 2021 entstehen. Westcube, also Cube wird das große Quartier entstehen lassen auf der anderen Seite mit dem Kesselhaus, also auch im Prinzip der Arbeitgeberverband, der auch das Haus dort gekauft hat, wo auch nochmal eine Restauration reinkommt mit einer Dreifachsporthalle. Also wir werden noch eine unheimliche Dynamik bekommen im Ostbereich. Und das alles wird sich natürlich über die Brücken hier rüber dann auch in dem Verkehr dann auch gestalten. Deshalb ist der Busbahnhof 4 auch für das neue Quartier Bahnstadt von immenser Bedeutung, wo wir alle wissen, dass wir in die Netzstruktur einkehren müssen, um zum Schluss überhaupt Verkehre zu meistern.
Und hier im Westbereich stehen wir gerade am Rande einer Entwicklung. Deshalb war das hier natürlich der entscheidende Moment. Wir mussten die Infrastruktur erstmal legen. Das ist wichtig für eine Siedlungsentwicklung. Nämlich erst setzen wir hier den öffentlichen Nahverkehr und dann werden natürlich die Quartiere entwickelt. Und als nächsten Bereich, den wir hier dann auch voranbringen, das Thema Fahrradparkhaus, hier auch nochmal in der Vernetzungsstruktur, auch da wird die WUPSI ein wesentlicher Bestandteil sein in dem Thema quasi öffentliche Struktur des öffentlichen Nahverkehrs. Deshalb werden Sie da mit der WUPSI auch einen verlässlichen Partner bekommen, dass auch das Fahrradparkhaus letztendlich vernünftig betrieben wird. Es geht ja nicht nur das Bauen, sondern auch zum Schluss, wie bekomme ich auch eine vernünftige Funktion, dann, wenn das Gebäude dann für die Öffentlichkeit dann freigegeben wird. Das Bahnhofsquartier wird sich nochmal neu präsentieren. Da sind wir ja in Absprache auch mit dem Investor zusammen. Aber natürlich jetzt hier rüber in den Westbereich werden demnächst unheimlich viele Bauvorhaben realisiert. Das heißt, wir werden insgesamt 400 neue Wohneinheiten schaffen. Und hier, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Das, was wir jetzt sehen, wird ja in 5 oder 10 Jahren komplett bebaut sein. Deshalb wird der Busbahnhof dann auch nochmal ganz anders architektonisch eingefasst zu sein, hat aber eine ganz, ganz zentrale Aufgabe, nicht nur quasi um das Transportieren von Menschen, sondern eben auch, hat auch einen ganz entscheidenden wirtschaftlichen Faktor für Opladen, für Leverkusen selber, nämlich sie gehen von hier aus direkt in die Fußgängerzonen rein und deshalb ist das hier für mich persönlich auch wieder ein Meilenstein für die nächsten Generationen, klar zu sagen, ja, wir brauchen die großen Strukturen, die großen ÖPNV-Systeme und deshalb sind die Busbahnhöfe. Und deshalb hat Leverkusen jetzt nach so vielen Jahrzehnten eine stabile Struktur geschaffen. Darauf können wir jetzt auch für die nächsten Generationen aufbauen mit dem Thema Digitalisierung. Wir sehen ja auch schon die Anzeigetafeln. Das werden wir noch viel, viel intensiver nach vorne bringen. Das Thema Smart City. Vielleicht kennt der eine oder andere auch diese Begrifflichkeit. Also eine Stadt zu fahren in der Echtzeit, wirklich so zu Verkehre zu lenken, wie sie tatsächlich aufkommt. Das wird die große Herausforderung für die nächsten Generationen sein. Wir müssen jetzt die Infrastruktursysteme legen. Also schon in die Zukunft geschaut, um mit den neuen Generationen, die jetzt auch politisch heranwachsen, wir stehen ja gerade vor einer Kommunalwahl, da geht es auch darum, Generationswandel herzustellen. Und die neuen Generationen haben natürlich auch die Aufgaben, die der älteren Generation, wir haben viele hochverdiente Politiker jetzt quasi in den sogenannten Ruhestand dann auch nochmal verabschiedet. Aber die nächste Generation hat genau die Aufgabe, nämlich die Stadt weiterzuentwickeln im Zuge der Notwendigkeit. Deshalb darf ich mich an alle, Frau Rottes, Sie haben das ja mitgeplant mit Ihrem Team, einen herzlichen Dank. Wir haben ja oft auch diskutiert, wie sehen die Belege aus, wie werden die Busfahrhäuser angeordnet, wie hoch sind die, wie können wir die verkleiden, sodass wir auch wenig quasi Serviceaufwand benötigen. Die ganzen Leitungen sind ja verkleidet. Wir haben versucht, die eben so zu gestalten, dass das zum Schluss im Betrieb immer wieder natürlich auch eine hohe Qualität darstellt. Das ist wichtig. Sie kennen ja auch die Diskussion heute, habe ich ja in der Presse gelesen, Reinigungssysteme gerade in dem Bahnhof in Opladen, wir gucken uns die Fußgängerzone an, das wird nochmal ein wesentlicher Bestandteil sein, wie wir dann insgesamt die Infrastruktursysteme auf Dauer natürlich in dieser Qualität auch herrichten. Das ist auch nochmal die Aufgabe für die nächsten Generationen oder für den nächsten Rat, das dann zu gewährleisten. Deshalb mein herzlichen Dank an alle technischen Betriebe, haben ja auch mitgewirkt, deshalb Herr Herwig ist hier, mein herzlichen Dank an die Mitarbeiter, ja, dass das auch wirklich so gut geklappt hat, dass wir das heute auch tatsächlich hier einweihen. Viele Sachen werden ja in Deutschland nicht so ganz punktgenau letztendlich fertiggestellt, aber das, wie gesagt, in Leverkusen haben wir an sich mit den letzten Bauvorhaben, die wir jetzt ans Netz gegeben haben, mit kleineren Verzögerungen, aber sind immer letztendlich fertiggestellt worden. Deshalb da mein herzlichen Dank an die Planer, aber natürlich auch an die Baufirmen, die das hier dann auch wirklich fachgerecht ausgeführt haben. Deshalb wünsche ich Ihnen heute einen wunderschönen Tag bei wunderschönem Wetter. Heute Morgen waren die ja schon im Betrieb, die Busse. Es haben schon viele, ich sehe ja schon, es ist viel Betrieb hier. Und deshalb bin ich froh, dass dieser Standort dann in 1, 2, 3 Monaten quasi in Fleisch und Blut übergeht, in der Bevölkerung akzeptiert wird, angenommen wird. Und das ist ein Qualitätsmerkmal der Bahnstadt. Hier geht es weiter. Und demnächst können wir dann auch die Baufelder dann auch letztendlich in die Fertigstellung, wenn die in die Fertigstellung jetzt reingeraten, auch beobachten, wenn dann auch die Bauvorhaben beendet werden. Vielen Dank dafür und wünsche Ihnen heute noch einen sehr schönen Tag. Dankeschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Wichert, sehr geehrter Herr Herwig, sehr geehrter Herr Stetkowski und sehr geehrte Frau Rottes in der neuen Bahnstadt. Ich freue mich auch hier heute an dieser Eröffnung teilzunehmen. Aus der Fördersicht, aus meiner Sicht hier, der Sicht des NVR, sind Leverkusen und Opladen irgendwo einmalig. Leverkusen, weil, wie Herr Wichert eben schon sagte, in diesem Jahr den zweiten Busbahnhof
eröffnen kann. Das haben wir sonst noch nie gehabt in meiner ganzen Förderpraxis. Und Oplan, weil hier der Zusammenhang besteht, einmal zur neuen Bahnstadt Oplan, also die Integration in ein großes städtebauliches Entwicklungskonzept. Und weil hier auch es mal geschafft worden ist, sage ich mal, eine Planung zu machen, wo der Busbahnhof zuerst da ist und dann, sage ich mal, die Infrastruktur kommt. Das ist in vielen Fällen nicht der Fall. Da ist erst alles drumherum da und dann kommt die ÖPNV-Infrastruktur. Und das ist uns hier gelungen. Sicherlich auch mit der tatkräftigen Unterstützung der neuen Bahnstadt, die, sagen wir, wo wir viele Gespräche geführt haben und uns intensiv ausgetauscht haben, wie der Busbahnhof angelegt wird, was hier förderfähig ist, was nicht förderfähig sein kann. Und ich denke, so sind wir auch zu einem bestmöglichen Ergebnis gekommen. Ursprünglich war es sogar mal geplant, den Busbahnhof an alter Stelle neu zu bauen. Aber ich denke, das ist jetzt hier eine gute Lösung, weil wir jetzt genau an einem Standort liegen zwischen dem Bereich der Fußgängerzone, dem Bahnhof und dem weiteren eben dem Kern der neuen Bahnstadt. Wir hatten auch lange überlegt, wegen der zwei Busbahnhöfe, wie wir damit umgehen können von der Förderung. Auch das war schwierig, weil ja dann eine Stadt sehr viel Geld fließt und viel auf einmal gemacht werden muss und andere Kommunen im NVR-Gebiet natürlich auch entsprechend bedient werden wollen. Aber auch das haben wir hinbekommen. Insgesamt werden rund 3,6 Millionen Euro hier an Fördermitteln in diesen Busbahnhof fließen. Und das eben hier für die gesamte Verkehrsanlage, für die Dächer mit der Dachbegrünung, für die Wartehallen, die hier auch stehen und genauso für die Fahrgastinformationsanlagen. Eine Toilettenanlage wird es auch noch geben, aber die wird dann in das Fahrradparkhaus eingebaut werden, was dann ja auch noch, sag ich mal, ich hoffe bald auch kommt. Der vorzeitige Maßnahmenbeginn ist erteilt. Ich denke, die neue Bahnstadt ist auch dran, die Umsetzung entsprechend auch vorzubereiten. Das Fahrradparkhaus wird 450 Stellplätze sein. Herr Richard sprach ja eben an, die Verknüpfung der Verkehrsmittel, das ist auch total wichtig, sagen wir, dass wir diesen Standort wirklich ausbauen zu einer Mobilstation mit vielen Angeboten, mit smarten Angeboten, digitalisiert, sodass man als Kunde erfahren kann, welche Verkehrsmittel man hier hat und was man wie auch nutzen kann. Auf der anderen Seite des Bahnhofs gibt es ja schon Fahrradabstellanlagen, auch abschließbare Fahrradabstellanlagen. Insofern sieht man an vielen Punkten hier, dass schon sehr viel da ist, aber es ist auch noch was dazukommt und diesen Standort noch weiter aufwerten wird. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Ich hatte es auch schon im Januar in Wiesdorf gesagt, ich will auch nicht Herrn Kretkowski was vorwegnehmen, aber wir fördern ja auch im Auftrag des Landes die Elektrobusse bei der WUPSI. Auch da wird man sicherlich hier mal dann entsprechende Fahrzeuge sehen am Busbahnhof hier in Oplan. Dort ist auch eine Linienumstellung geplant. Insofern sieht man dann hier auch wirklich konkret, dass sich was in dem Bereich Klimaschutz, Verkehrswende tut und dass es hoffentlich auch entsprechend dann von den Bürgern angenommen wird. Am Schluss möchte ich noch kurz eingehen auf das, was in der Presse stand zum Sommer-Sonderprogramm Kommunale Verkehrsinfrastruktur ÖPNV. Auch hier ist Leverkusen ganz gut weggekommen. Da gab es Anträge der Stadt für Fahrgastunterstände und auch der WUPSI für verschiedene Anlagen. Und hier werden auch eine ganze Menge Mittel, weit über 1 Million Euro, in die Stadt Leverkusen fließen, um diese Dinge dort entsprechend auch umzusetzen. Das ist zusätzliches Geld des Landes im Rahmen von Corona. Und das werden wir auch sehr schnell jetzt bewilligen können. Und dann wird man das auch hier konkret sehen können. Ich möchte am Ende mich jetzt nochmal ganz besonders bei Frau Rottes bedanken, die uns ja über viele Jahre begleitet hat. Und wir haben in vielen Runden intensiv uns auseinandergesetzt. Nicht nur hier bei dem Busbahnhof, auch für andere Dinge, die mit ÖPNV jetzt zu tun hatten. Aber ich fand es sehr gut, den Einsatz und die Hartnäckigkeit teilweise auch. Aber die war sehr fruchtbar für uns alle, denke ich mal. Und jeder war so ehrlich und wusste dann, woran er dran ist und wo wir dann für alle gemeinsam die bestmögliche Lösung finden. Und ich denke, das haben wir geschafft und das verdient auch nochmal Anerkennung auch von Nahverkehr Rheinland aus. Das möchte ich hier nochmal ausdrücklich sagen. Damit bedanke ich mich und wünsche hier auch eine hohe Akzeptanz, dass das Thema Sauberkeit hier auch, sag ich mal, jetzt ist ja noch alles im besten Zustand, auch so bleibt. In Wiesdorf hat man ja erste Probleme, aber auch da sind ja Lösungen erarbeitet. Und dann hoffe ich, dass dieser Standort eben entsprechend angenommen wird, auch mit allen neuen Angeboten, die dort entstehen werden. Vielen Dank. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich freue mich natürlich auch, heute hier stehen zu können bei dem fertigen Bauwerk. So am schönen Tag bei der fertigen Baustelle denkt man ja immer, oh, war ja alles ganz problemlos. Aber ganz so war es nun doch nicht, denn
um diesen Busbahnhof in dieser absolut optimalen Lage zwischen der Fußgängerzone und dem Bahnhof mit einer fußläufigen Anbindung auch an den östlichen Stadtteil von Opladen tatsächlich platzieren zu können, waren doch sehr, sehr viele einzelne Schritte notwendig. Als größte und wichtigste Maßnahme hat die NBSO dort die Gütergleisverlegung durchgezogen. Erst dadurch wurde hier der Raum geschaffen für sehr, sehr viele neue Entwicklungen. Dadurch, dass es hier ein so zentraler Platz ist, ist das auch eine sehr, sehr hochwertige Lage. Und dann war es natürlich schon so, dass die Planer für diesen Busbahnhof durchaus auch den Anspruch erfüllen mussten, sehr, sehr sparsam mit dem Platz umzugehen. Denn jeder Quadratmeter, den der Busbahnhof in Anspruch nimmt und den wir dafür natürlich auch eigentlich ganz gerne investieren, fehlt natürlich auf der anderen Seite für gewerbliche oder wohnliche Nutzung, die natürlich an so einer Position auch extrem hochwertig ist. Andererseits muss der Busbahnhof natürlich auch in der Lage sein, die zukünftigen Mehrverkehre sowohl an Fahrgästen als auch an Busbewegungen, die wir im Zuge der Verkehrswende erwarten, aufzunehmen. Und es sollte auch ein hochwertiges Eingangsbild für den Stadtteil Opladen entstehen. Naja, und ganz nebenher muss die ganze Sache auch noch bezahlbar sein. Also da hat es im Vorfeld schon etliche Auseinandersetzungen gegeben und wir haben auch heftig miteinander diskutiert. Aber wir kamen schließlich zu einem Ergebnis und als dann endlich die Bauaufträge erteilt werden konnten, war es eben schon, waren die Entscheidungen alle gefallen. Und für uns als TBL in der Baudurchführung war die Maßnahme dann tatsächlich nicht mehr allzu schwierig. Das Baufeld war von der NBSO schon freigeräumt. Wir hatten mit der Stadtentwässerung schon einen Kanal am Rand des Busbahnhofs entlanggelegt, der ausreichend die Entwässerung darstellen konnte. Wir konnten hier dieses Baufeld deinen Bauzaun schützen, sodass wir fast hier auf der grünen Wiese arbeiten konnten. Das hat natürlich das Projekt unheimlich gefördert. Seit Juni 2019 wird hier gearbeitet, vor Ort. Auf einer Fläche von ungefähr 9000 Quadratmetern wurden etwa 11.000 Tonnen Boden abgetragen, damit wir etwa 3.850 Quadratmeter Betonfahrbahn, die hier für die Busse herstellen konnten, 1.400 Quadratmeter Asphaltfläche, hauptsächlich für die Autos und hier in der Goethestraße und auch 3480 Quadratmeter Pflasterfläche für die Fahrgäste. Zu einem Busbahnhof gehört natürlich noch viel mehr als an Ausstattung als nur die genannten Flächen. Die hohen Bordsteine sind schon erwähnt worden, damit man bequem in den Bus einsteigen kann. Bänke erleichtern das Warten auf dem Bus. Papierkörbe sollen zur Sauberkeit beitragen. Bäume sollen das Kleinklima verbessern. Windschutz, wenn mal nicht so schönes Wetter ist wie heute, schützen einen vor Wind und Regen. Und natürlich auch Fahrgastinformationssysteme. Am auffälligsten sind im Allgemeinen die Dächer, weil die eben nach oben gehen. Wir haben hier zwar grundsätzlich ein Systemdach eingesetzt, aber es ist doch sehr individuell gestaltet worden. In dieser Form, wie wir es hier haben, steht es auch sonst nirgends. Es sind einige bauspezifische Änderungen vorgenommen worden, weil wir eben doch die Kombination mit dem Gründach haben wollten. Die Form ist anders geworden, um an die zukünftige Bebauung schon zu erinnern. Und so ist es doch sehr viel individueller, als es ursprünglich vorgesehen oder angedacht war. Die Bauarbeiten konnten weitestgehend genau entsprechend der vorgelegten Planung durchgeführt worden. Also Planänderungen während der Baumaßnahme sind immer schwierig und führen oft zu Verzögerungen und Mehrkosten. Hier konnten wir die Planung praktisch 1:1 umsetzen. Wir konnten also den Zeitraum von 15 Monaten Bauzeit einhalten und auch die Gesamtkosten des Projektes fallen mit etwa 4,7 Millionen deutlich niedriger aus, als wir in den politischen Beschlüssen veranschlagt hatten. Da waren es 5,3 Millionen. Zu verdanken ist das natürlich nicht zuletzt auch den beteiligten Firmen, Fink Stauf, Haas, Ziegler und andere und deren Mitarbeitern. Durch Kooperation, Flexibilität und den Willen, die gemeinsamen Ziele zu erreichen, wurden die Schwierigkeiten auf der Baustelle ausgeräumt. Herzlichen Dank dafür. Das ist eben noch nicht ganz, aber an die alle beteiligten Mitarbeiter, denke ich, ist der Dank absolut verdient. Wir haben dort drüben noch eine Fläche
wo wir nicht ganz die Pflasterung durchgezogen haben. Es liegt also, wie ich gerade erzählt habe, nicht daran, dass wir kein Geld mehr hatten, sondern es liegt daran, dass wir dort noch eine Busschleuse so lange in Betrieb halten müssen, bis die Bebauung hier abgeschlossen ist. Und dann werden wir auch diesen Bereich, denke ich, mit dem attraktiveren Pflaster belegen können. Bereits jetzt aber wünsche ich dem neuen Busbahnhof, dass er von den Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen wird und dass alle hoffentlich mit diesem Kleinod sehr sorgfältig umgehen. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, als ich mich auf diesen Pressetermin vorbereitet hatte, ist mir diese Broschüre in die Hände gekommen. Und das ist eine Broschüre damals zur Grundsteinlegung des alten Busbahnhofes dort drüben, nämlich am 10.01.1992. Herr Hebbel, wir haben vorhin drüber gesprochen, Sie erinnern sich auch noch dran, ne? Und 1994 ist der Busbahnhof letztendlich fertiggestellt worden. Wer hätte damals von den Beteiligten gedacht, was mit dieser neuen Bahnstadt hier geschehen wird, dass die überhaupt entsteht, ne? Dass ein Stadtteil mit solch einem Entwicklungspotenzial entstehen würde, hätte, glaube ich, damals niemand für möglich gehalten. Und jetzt, noch nicht mal, vielleicht gerade mal 25 Jahre weiter, stehen wir hier und eröffnen an dieser Stelle den neuen Busbahnhof. Vieles ist in Opladen passiert, auch dank Vera Ortes. Die neue Bahnstadt ist ein wunderschönes Viertel geworden und mit dem neuen Busbahnhof ist jetzt auch wichtig, dass wir die Anbindung des Ostens an den Opladener Westen auch herstellen. Ja, verkehrstechnisch ist der neue Busbahnhof ein wichtiger Verknüpfungspunkt hier in Leverkusen. Wir haben ja zwei Zentren, den Busbahnhof in Wiesdorf und dann hier in Opladen. Dieser Busbahnhof wird von 20 Linien angedient. Täglich fahren ihn 1000 Busse an, das muss man sich mal vorstellen, und etwa 7000 Fahrgäste benutzen jeden Tag diesen Busbahnhof. Also es ist eine große Zahl, eine große Umschlagszahl, die hier stattfindet. Das Schöne an dem Busbahnhof für die Fahrgäste ist, dass wir jetzt eine wesentlich bessere Andienung haben, eine bessere Anbindung auch an den Schienenpersonennahverkehr. Früher waren das doch weite Wege, lange Umstiegszeiten, und jetzt sind wir ganz nah beim Bahnhof der DB, und das erleichtert natürlich die Lage für die Fahrgäste ungemein. Gleichzeitig ist mit dem neuen Busbahnhof ein sogenannter Mobilitätshub, eine wichtige Mobilitätsstation entstanden, wo nicht nur die Busse fahren, das war ja immer schon so, sondern wir haben hier einmal die Verknüpfung mit dem Schienenpersonennahverkehr, dann aber auch mit unseren anderen Mobilitätsangeboten, dem Fahrradverleihsystem, dem Wupsi-Rad, Wupsi-Car, dem Carsharing-System. Das haben Sie alles an einer Stelle, unser Mobilitätszentrum dort drüben, was ja auch vor ein paar Jahren neu gebaut wurde. Damals habe ich immer gesagt, das ist das Tor zur neuen Bahnstadt, weil es erst da hinten schön wurde. Und jetzt wächst irgendwo alles hier schön zusammen. Natürlich ist der neue Busbahnhof digital. Wir haben überall die Digitalanzeiger, die in Echtzeit die Abfahrtzeiten anzeigen. Und von daher haben wir einen ganz modernen, fortschrittlichen Busbahnhof. Für die Fahrgäste ist noch wichtig, dass sich an den Fahrplänen nichts ändert. Denn die Wege sind ja nicht wesentlich weiter als vorher dort drüben. Also da bleibt alles gleich. Und das ist, denke ich, auch mal für den Anfang einfacher für die Fahrgäste. Dort drüben soll ja dann die Bahnbrücke mit der Bahnhofstraße verbunden werden, sozusagen eine Fußgängerzone entstehen und später ja auch mal ein schöner Platz, sodass eben der Osten und der Westen an dieser Stelle zusammenwächst. Und das ist auch eine schöne Sache, denke ich. Und das bedeutet, dass perspektivisch, dass die Busse außenrum fahren müssen. Aber vorübergehend, bis der Kreisel dort hinten im Norden fertig ist, werden die Busse von vier Linien weiterhin die Freier von Stein Straße befahren und dann weiter die Goethestraße. Das ist noch eine Besonderheit. Aber irgendwann wird das ja alles fertig, Frau Rottes, und ich freue mich schon darauf, dass hier ein wunderschönes Zentrum nochmal entsteht. Ein ganz toller neuer Verknüpfungspunkt.
Ja, an dieser Stelle möchte ich mich bei allen Beteiligten, auch im Namen, sage ich mal, der Fahrgäste und des ÖPNVs und der Mobilitätswende bei Ihnen allen bedanken, dass Sie es möglich gemacht haben, Leverkusen in einem Jahr 2 neue Busbahnhöfe zu spendieren. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und das ist auch nochmal eine Sache, die dem Mobilitätswandel in dieser Stadt einen großen Schub verleiht. Und wir sind, glaube ich, auf einem wichtigen Weg in vielen Punkten, jetzt mit den beiden neuen Busbahnhöfen, mit dem Einstieg in das Carsharing-Fahrradverleihsystem. Jetzt wurde gerade aktuell im Stadtrat beschlossen, dass wir in die Elektromobilität einsteigen. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Es tut sich sehr, sehr viel in dieser Stadt zum Positiven. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und freue mich auf die Zukunft. Vielen herzlichen Dank. Dann darf ich mich schon mal bei Ihnen allen für Ihr Kommen bedanken. Für alle, die hier stehen, haben, glaube ich, irgendwie fast auch damit beigetragen, dass das hier entstanden ist. Wollte aber vorab noch die Frage stellen, ob von Seiten der Medien, man muss immer so ein bisschen gucken, aber da stehen Sie, glaube ich, primär, noch Fragen sind an jemanden hier, an die Redner oder weitere Ansprecher. Kommen wir zu. Ich würde gerne wissen, wie Ihr Zeitplan aussieht, wenn der alte Busbahnhof abgerissen wird. Die Ausschreibung ist ja schon erfolgt, richtig? Frau Rottes, was wollen Sie? Ja, Sie haben recht, die Ausschreibung für den alten Zopf, also mit den alten Dächern, den Lärmschutzelementen ist erfolgt, mit einem sehr guten Ergebnis. Wir liegen gut in der Zeit. Die Vorbereitungen laufen, Auftragsvergabe erfolgt jetzt, Bietergespräche haben schon stattgefunden. Von daher sind wir auch da im Zeitplan bei der Herstellung der Fläche, die dann durch den Herrn Felber, der hier anwesend ist, von Momentum zukünftig mit dem Bahnhofsquartier auch genutzt wird. Das ist ja eine wichtige Voraussetzung, dass man da auch bauen kann. Aber der Auftrag ist noch nicht vergeben. Die Firma steht fest. Wir müssen das formell noch mit dem Rechnungsprüfungsamt abstimmen, aber das ist sozusagen alles in trockenen Tüchern. Ich werde gerade gefragt, wann genau der Abriss beginnt. Also es wird mit dem Unternehmen gerade der Zeitplan gemacht. Wir müssen auch gucken, dass wir das möglichst kompakt durchführen, dass es jetzt nicht erstmal eine Phase gibt der Wegnahme der Dächer und dann Stillstand. Aber das werden wir auch zeitnah mitteilen. Wir werden auf jeden Fall, haben wir uns fest vorgenommen, bis Ende des Jahres komplett das Baufeld fertig machen. Ist geplant, hier irgendwie noch ein WLAN einzurichten? Ja, haben wir. Dann habe ich es eben nicht gefunden. Also hier war nur Phone, das ist kostenpflichtig. Wir haben ja WLAN zusammen mit Freifunk schon am alten Busbahnhof gehabt und ich gehe davon aus, dass wir das genauso dann auch hier am neuen Busbahnhof umsetzen. Das wird noch im Zusammenhang mit dem Fahrradparkhaus. Im Zusammenhang mit dem Fahrradparkhaus, genau. Das kommt ja auch noch weiter. Genau. Der Bahnsteig ist ja schon da. Dann noch eine Frage zu den Fahrrädern. Ist immer von dem Fahrradparkhaus die Rede. Wenn ich mein Fahrrad nicht gegen 1 Euro parken will, sondern einfach so, wo werde ich das tun? Künftig ist auf dem Fahrradparkhaus ganz oben auch noch eine Abstellfläche, die kostenlos ist für die Bürger. Wann soll das Fahrradparkhaus fertig? Der Fliegerwechsel hier, genau. Der Planer bin ich nicht, sondern nur der Projektleiter. Der Planer ist auch der Herr Jahnen, der auch den Busbahnhof hier geplant hat. Also im Moment bereiten wir nochmal die Ausschreibung vor, dass wir dieses Jahr die Ausschreibung noch auf den Markt geben und dann Anfang nächsten Jahres nach der Frostperiode dann anfangen können. Ja, und wir hoffen mal, dass wir dann schon bis zum Ende des Jahres gegebenenfalls mit allem durch sind, weil die ganze Geschichte ist dann auch ein bisschen komplexer. Ja, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Deshalb darf ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie heute hingekommen sind, aus der Politik, aus der Bürgerschaft. Wir haben jetzt leider keine Route, kein rotes Band. Deshalb ist hiermit natürlich der Busbahnhof offiziell eingeweiht. Vielen Dank.